Ahoi. Komm zurück bei Marek Schnitzeljagd. Oder, Spuren des Marek. Cool. Oder cooler gesagt, der Hungry Dieb. Also das hieß doch so, oder? Irgendwie so, Hungry... Der Hungry Dieb. Ja, danke. Der Hunger, die hungernde Tiefe. Ja, denn ist eine coole Galeone, Bruder. Ja, und ich möchte mich für die letzte Folge bitte entschuldigen. Letzte Folge? Letzte Folge. Aber mein Mikrofon auf. Oh nein. Nicht sein Mikrofon. Da hab ich total so schön erzählt, ich war gar nicht da und so weiter, ne? Und dass die schon das gemacht haben und wir machen das jetzt nach und so. Und ich war total am Reden und hab mir alles aufgeschrieben. Oh, gar nicht perfekter Kurs! Wow, warme nee. Vorhin noch. Wir müssen jetzt kühlen. Wisst ihr, was jetzt doll wäre? Wenn jetzt die Krake kommt. Hat die noch nicht fertig gekriegt? Ja, waren wir auf perfekten Kurs. Die haben die Jolly Roger draußen. Auf sie! Nein, wir haben keine Zeit dafür. Müssen wir... Möchtest du einen Tipp? Ich? Wen? Amanda! Hm? Möchtest du einen Tipp? Nein! Okay. Tschüss, geht wieder in eure Ecke, verschwindet! Ich sag nur, die Insel vor uns ist nicht Stream Cross. Ich weiß, ich dreh doch gerade! Oh! Lass Alter, bissiger als Megadolo, ne? Das will was heißen! Segel in den Wind! Jawohl! Alter, großen Piet, schnell! Ja! Hast du sie nicht verstanden, Mann? Es geht hier um Leben und Tod. Und wenn ich sage um Leben und Tod, es geht hier um mein Leben. Segel in den Wind! Jan? Ja, bitte? Guck mal von meiner Warte auf Richtung Amanda. Und hast du da über ihrem Namen, so etwas zwischen Seil und ihrem Namen, so zwei Striche? Nee, da steht Mystic Partner. Nee. Auf so Segelhöhe. Okay, jetzt sieht man nicht mehr, weil das Segel das im Weg ist. Aber gerade eben hat man da so über. Schau mal, ob du irgendwo was findest. Hui. Und nein, guck zuerst mal auf die Karte, ob wir irgendwie jetzt richtig sind. Zwischen Trinquos und Fool's Lagoon. Lagoon? Wir sind neben Trinquos. Okay, gut. Und dann guck mal, ob du irgendwas siehst, weil Schiffswrack, da bist du ja der komische. Tina hat gesagt, müsste Dings das Nest noch rausgucken. Oder wie wir uns auskennen, über einem Wrack muss eh mehr Vögel fliegen. Und vielleicht machst du mal die Segel vorher noch mit aufs Halb, dass wir ein bisschen langsamer sind. Dann guck weniger und guck danach wieder. Oh, ein Glück hast du übernommen, mein Finger ist fast abgestorben. Guck mal, was wie es bei ihm geht. Ich frage mich, wie der Jinx das gestern gemacht hat. Der hat ja, keine Ahnung, mindestens 30 Minuten am Stück gespielt. Was ist mit dem Segel? Halt, stopp, ich hab's gefunden. Ja, dann setz doch den Anker! Bis unten! Wo denn? Da, neben uns. Knack. Wow. Da drüben guckt der Mast raus. Ja gut, dann darfst du hochziehen, ich dreh das Schiff so lange. Warte halt mal. Amaretto, Amaretto! Sieh, ich gehe zum Hund. Da hinten drüben guckt's raus. Es wird immer spannender. Ob ich zwischen den zwei Inseln durchkomme? So, jetzt, nicht. So hier jetzt eine Einblendung von wegen Amanda Jones. 19 Jahre alt. Findet, dass Krustenpiet salzig riecht. Was? Was? Ich bin nur 19, da sehe ich ziemlich alt für aus. Ja, genau, wegen deinem Lebensstil. Bist zu vegan, was? Ja. Das wird wohl, ja, das kann es wohl wahrscheinlich sein. So viele Bananen. Du musst immer mehr Krabben essen oder so.
Oh, da ist eine Salzbank, da sollte ich nicht drauf zusteuern. Oh, 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 oh. Dort in die Nähe. Die Salzbank kannst du noch ausweichen. Ich mach mal die Segel und stelle eine Salzbank. Scheiße! Ja! Die Salzbank, hast du das auch verstanden? Oh, der mein Gott, kannst du einmal nicht vom Schiff runterfallen? Bin runtergefallen! Mach mal was! Kanter, hältst du das Lied? Ja. Ja, das ist. Ich schwimm schon mal dahin. Ist das Gibt's Wasser noch? Jetzt genug? Ich versuch's einfach. Wenn ich muss mir Löcher stopfen. Das sieht so krank aus. Mit schwarzen Segel und Jolly Roger Flagge oben drauf. Du sagst, wenn ich loslassen soll, ne? Mhm. Das ist ja noch so ein kleines Sandding. Hallo. Scheiße. Hallo. So kannst du runterlassen. Dankeschön. Jo. Das Partyschiff ist jetzt da. Hallo? Och Mann! Hallo. Oh, ein Korallenriff. Boah, sieht das nice aus! Oh, ist das cool. Sieht schon schön aus hier. Jan, halt mal den Zorn. Ja. The Killer Whale, das ist das Schiff. Hier wäre es halt sehr nice, wenn hier jetzt... Oh mein Gott, 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 hi. Panther. Hier ist das Bild von Merrick, ich kenne das Schiff. Du weißt, nichts geht über den Song, ne? Ja, deswegen versuche ich dir... Der Hai hinter mir, der Hai hinter... Oh mein Gott, der Hai vor dir. Ich hab mein Journal gefunden! Ich werde sterben! Er wird mich kriegen. Oh. Hier wurde eins von Merricks Logbüchern zurückgelassen. Ich Seite 12. Lesen! Komm hierher, Zurück Kante. Zum Flak. Komm, schnell! Warum quäle ich mich? Fahre zurück zum Wrack der Killerwale. Bitte? Hast du das Bild im Schiff gesehen? Das Bild? Mhm. Wenn ich den Heilrohr rufen könnte, dann könnte ich meine Crew rächen und meine Beine. Ich war an der gleichen Stelle, aber er kommt nicht. Boah, nice, Alter. Wer ist anders? Was ist anders? Ja, Güterrat 2, finde Merricks Logbücher. Vielleicht bin ich zu betrunken. Das ist cool. Kann kaum schreiben. Brauche eine Tasse Tee, um einen klaren Kopf zu kriegen. Okay, Seite 26. Lesen. Tee macht zu nüchtern. Ich brauche mehr Grog von meinem Lieben. Wie hieß sie noch mal? Von meiner Lieben, wie hieß sie noch mal? Tee irgendwas. Schön sie mit meinem romantischen Fersen. Die Taverne hat echt dunkle Seiten, wo die Betrunkenen Nacht für Nacht streiten. Ah, die ist dann ziemlich groß. Ich hab's aufgeschrieben. Die Barfrau liebt ihren eigenen Grog. Eine Schönheit an einem wilden Ort. Reimen ist schwer, wenn man nicht mehr geradeaus sehen kann. Oh, das war's. Also zurück zu Tina. Passt, ja. Von Tee. Ja, macht Sinn. Ja, dann zurück zu ihr. Korallen ist schön. Apropos, bei mir hört man wahrscheinlich gerade die Hausklingel, weil irgendwie meine Haustür geklingelt hat. Nice. Ja, richtig nice, ne? Guck bei Steffi im Part, da hört man eine Klingel.
Ah, oh, geil, ich geil! Ich bei jedem Party klingeln. Panther, hältst du? Also ja. Zurück zu Golden Sand. Ach, egal, wir machen den eh gleich hoch. Ja. War das nicht schon der Moment, wo man wieder, Panther? Was? Oder meinst du vielleicht eine andere Barfrau? War das nicht der Moment, wo man schon wieder Richtung... Na, du weißt... Ich hab Golden Sands nicht so wild und dunkel in Erinnerung, ne? Warte! Im Ort, Mann. Ich will nochmal hin. An einem wilden Ort, sie ist verliebt in ihren Krog. Piss dich. Klingt für mich. Auch wenn ich. Ja, Mann. Ich kann den Hai nicht töten. Ich habe keine Munition mehr. Haltest du? Hältst du? Ja, ich halte. Wo ist er hin? Weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. Tauch mit einer Laterne. Und dann? Mach die Laterne an. Mach mal Laterne an, Steffi. Wo schwimme ich überhaupt hin? Da. Hat sie die Laterne an? Ich sehe es nicht. Bisschen, man sieht am Schimmer an der Oberfläche. Warte, Schalter, kannst du jetzt selbst schauen. Man sieht so einen leichten Schimmer an der Oberfläche. Ich hab ein grünes Glas, das ist vielleicht nicht so geil, Alter. Ist es vielleicht Crook's Hollow, aber da ist doch kein Bar. Deswegen will ich nochmal durchlesen, wir haben bestimmt irgendwas übersehen. So, das erste hieß zurück zum Frack. Warum quäle ich mich fast zurück zu Killer Whale? Den wissen wir ja. Wenn ich den Hai nochmal rufen könnte, ja, okay. Ich war in der gleichen Stelle. Ich mach mir gleich einen leckeren Burrito. Anders. Bin ich zu. Brauche eine Tasse Tee. Auf jeden Fall. Wir können Tee. Das auch über die machen. Tasse. Willst du? Tee. Ja, mach mal. Okay. Warum unbedingt eine Tasse Tee? Gallon Spray. Das müssen wir jetzt in Disney-Film, Mulan-Style. Von meiner Lieben. Tee irgendwas, ich finde sie mit meinen romantischen Versen. Werner hat echt dunkle Seiten, wo die Betrunkenen Nacht für Nacht streiten. Mit ihrem eigenen Krog eine Schönheit an einem wilden Ort. Heim ist schwer, wenn man mehr geradeaus sehen kann. Ich weiß nicht, wie mein Bauch so anstupsen kann. Ich glaube, ich habe eine Idee, aber ich muss erst auf die Karte schauen. Doof, dass man keine Karte dabei hat. Ziemlich. Nein, hast du nicht. Oh, ich muss vor. Lass mich mal gucken, wenn ich da bin. Ah, schön Musik. So, und zwar hier, lass mich mal gucken. Lass mich los! Hallo, lass mal Karte los! So, ich möchte mal einmal ganz raus. Hä, wieso kann ich nicht mehr raus? Da. Choice of Panty. The Wilds. So, und The Wilds hat zwei einmal. Genau, The Wilds hat nämlich zwei, weil die Wilden, weißt du, wilde Streitereien und so? Ja, krass, ne? Ja, macht Sinn! So, und der nächste dahin, wir können ja einfach raten, wäre theoretisch Daggertooth. Lass uns nochmal zu Daggertooth fahren. Weil das ist der nächste, denn andere ist Galleon's Grave und wenn das Daggertooth das nicht ist, können wir zum Galleon's Grave immer noch fahren. Ich meine, geil, das heißt jetzt Galleon's Grave. GG! Achso, welche Richtung muss ich überhaupt?
So, wir müssen nach... Da sind wir, da müssen wir hin. Mitten wir nach Nordosten. Trade. Oh, ich drücke immer auf die falsche Taste. Kann Escape nicht einfach zurück sein? Tja, nein, anscheinend nicht. Siehst du, du musst hier auf die Segel setzen. Ja, alles, wir haben alles fertig gemacht. Cool. Ja, richtig nice, ne? Schön, das ist toll. Ist dir eher denen noch nicht aufgefallen, dass wir das jedes Mal machen? Was? Ist Ihnen noch nicht aufgefallen, dass wir das jedes Mal machen? Nö, das tut dir selbstverständlich. Richtig. Ich dachte immer, keine Ahnung. So, brauchst die Segel noch nicht wirklich groß nach zu Justiran Wind und so. Au, au, Salzbank. Was war das? Eine Salzbank. Wo? Oh, da hast du echt viel vom Schiff unten weggenommen. Und noch. Ja, mal. Ich hab ja niemanden, der vorne guckt. Die hättest du nicht gesehen, weil die hat man nicht gesehen. Oh, Leute, es muss einer schöpfen. Oh ja, ich bin dabei. Wir fahren jetzt irgendwo hin. Ich hab den Song. Gut, dann versuche ich zu lenken. Bin schon da. Nein, ich hat man die nicht gesehen. So. Oh, ich muss nach Nordosten. Gut, dass ich noch so ein Fett eingestellt habe. Ey, Alter, guck mich mal an. Was denn? Alter, achso, ich dachte, du hast ein Hemd an. So, ich dachte, oh, schick, aber das ist einfach nur deine weiße Haut. Ich bin schneeweiß. Vielleicht wird die Sea of Thieves Aufnahme ja endlich bei mir was, dass ich sie auch hochstellen kann. Das wäre voll krass, nice. Da wärst du schon bei Part 4 oder 3. Ich glaube 3 erst. Wenn ich überhaupt sogar 2. Nee, du hast 2 doch schon. Stimmt, ich habe das erste, wo wir das aufgenommen wäre, haben, hochgeladen. Ja, das wäre voll der Zeitsprung auf einmal. Wieso? Naja, Timelapse. So, so müssen wir jetzt voransegeln. Alter, du hältst den Song. Geht mir doch schon ein bisschen auf den Sack mittlerweile. Tut euch die Finger schon weh? Auch ein bisschen. Yeah, Speedy Gonzales, Alter. Naja, läuft mit uns beiden, ne? Ja, Mann. So. Falsche Richtung. Ich will nicht nach unten. So, nee, der Song geht mir tatsächlich nicht so auf den Sack. Wenn ich noch auf Nordosten gerichtet bin, dann gucke ich nochmal, ob ich richtig fahre. Zack. Die Musik geht einigermaßen. Cool, eigentlich theoretisch, wenn nichts dazwischen kommt, sind wir straight geradeauf zu. Das ist cool. Dann kann ich ja jetzt mal den Moment nutzen und meine Tür wieder aufschließen. Kann er mehr den Song? Panther, hast du aufgehört? Nee, ich habe das Instrument gewechselt, aber zieht sich spät auf und deswegen dachte ich, er hat den Song. Ich habe keine Trommel. Du kannst den Song ja trotzdem haben. Ja, theoretisch schon. Also, ich denke mal, das ist weiter. Ich merke gerade, Zietze spielt zwar, aber macht keinen Ton von sich. Ja, das passiert mir mit Zietze öfters. Oh! Nee, hat nicht mehr. Nee, weil guck dir an, Zietze spielt zwar, aber... Ah, jetzt kommt Ton bei ihm. Ja. Na toll. Ist das schlimm, dass wir den nicht mehr haben? Nein, aber es war das jetzt schon... Wir hatten jetzt... Ja, wir wollten... Zeit für dieses tolle Abenteuer. Hi, ja. Lieb. Wollten wir euch die Musik spendieren, aber... Ja gut, dann muss die Trommel jetzt die Untermalung sein. Das hast du Absicht gemacht, Zietze, ne? Weil der so ging. Ja, ich glaube auch. Aber das geht auch, finde ich. Da kommt die Trommel viel mehr zur Geltung. Wann kommt denn endlich dazu, dass man sich eine feste Crew machen kann und sich einen Schiffsname ausdenken kann, dass der Schiffsname... Das, laut Zietze ist dann, dass das... Das kommt jetzt mit dem Killer War stand, ist das ein Teaser darauf, dass das funktionieren soll, weil... Normales Schiff.
genau zieht. Genau, wir nennen unser Schiff einfach. Ich meine, das Holz, Schiff. Die Holzverzierung dafür haben wir ja schon. Ja, ne? Genau. Das ja. Das ist ja auch ein Anzeichen dafür, dass er den Namen da reinmacht. Oha. Da braut sich was zusammen. Direkt vor uns. Alles in Ordnung, Steffi? Ja. Du stirbst so komisch. Alles gut. Was ist passiert? Bist du hingefallen? Nein, nein, alles gut. Nein. Da kommt ein Sturm auf uns zu. Ach, deswegen. Ach, das ist nicht schlimm. Nee, das ist ein leichter Sturm. Das ist ein leichter Sturm und der ist hinter dem Outpost. Also rein theoretisch würden Piraten das wirklich so erstens abgehen. Erstens ist es ein leichter Sturm, zweitens er ist hinter dem Outpost. Insofern... Vielleicht kommen ja auch Gallier auf uns zu. Gallier! Gallier? Ich geh mal auf den Outpost. Ich geh mal aufs Nest hoch und dann sage ich, und dann werde ich weiß und sag Gallier! Siehst du, hast du schon das Flaggenkästchen da oben gesehen? Da will ich ja gerade mal hin. Ja, einfach wirklich so anhört, als wäre er weit weg, ne? Ja, Mann. Ich wollte so. Da gerade mal hin. So, ich bin da jetzt oben. So viel kam gar nicht mehr, oder? Jetzt nach dem Rätsel. Wir haben jetzt eine rote Flagge. Panther? Was? Oh, rot macht aggressiv, mach eine andere Flagge. Ja, ich hab die Jolly Roger wieder. Gut. Mir habt ihr erlaubt, die Fahne zu wechseln? Mein Gott! Panther! Er hat gesagt, du darfst das angucken, aber nicht wechseln. Ich mach grad Assassin's Creed Manier, ja. Ja, okay, ich spring mal ins Wasser. Zielzeit, komm runter! Bei Fuß, du musst mal gucken auf die Karte und so. Wow, richtig krass Assassin's Creed. Ich mach jetzt mal eine vernünftige Flagge rein. Einfach geradeaus. So. Digga, nein, Digga, schneid doch die weg! Was ist das da, ja? Oh lol! Okay. Ah, da vorne! Ja, die ist auch okay. Ja, die passt auch wegen Mission. Ja, ne? Ciao, Pater! Ich hab den jetzt drinne. Ah. Ah, die kostet nur 7000, zum Glück. Nee, ich glaub weniger. Die war wirklich günstig. Ich glaube, ich habe mein Bein gebrochen. Ich glaube, das muss abmontiert werden, das Bein. Okay, komm her, wir schneiden es ab. Hallo? Komm her, wir schneiden es ab. Aber erstmal die Seele. Der Panther, wie eine Maschine. Warum machst du das, Dieter? Weil wir kurz vom Outpost sind. Ja, wir müssen also ein bisschen nach rechts. Steuerbord! Das ist mit Abstand der beschissenste. Digga, hoch, halb hoch. Oh, leck, aber. Ja, hatte ich aber auch. Einen Anker kannst du schon mal so runterlassen, dass du ihn gleich loslassen kannst dann. Oh, jetzt schon wieder ein Leck. Mein Gott, was ist das denn? Locken zu viele. Außenposter, Deckard tut's. Deckard. Peter Zwegert? Ja. Raus aus den Schulden. Raus aus Deckard, du. Es wird jetzt einen Moment dauern, bis ich loslassen sag, aber du hältst das schon. Das verträgt jetzt schon, keine Sorge. Ja, es ist gute Muskel. Das sind die Salzkrusten, die ihn so hart machen. Ja, eigentlich ist es eine Arthritis, jetzt kann er sich nämlich nicht mehr bewegen. Dann soll er loslassen oder kann er nicht loslassen? Ja, mach das, du bist ein Torpedo. Was, soll loslassen? Nein. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen, what the fuck? Ha. Das wollen wir nicht von dem Typen hören, der ständig runterfällt. Was geht ab? Und du kannst jetzt loslassen.
unser Schiff auf, damit wir gleich genug haben. Ja, sollten wir. Falls wir noch jemanden finden. Ja, wir brauchen nämlich genug Personen. Das ist wohl wahr. So, erstmal die Segel hoch. Wer macht denn hier schon wieder so komische Geräusche? Was zur Hölle? Ich weiß nicht, wovon du redest. Hat sich angehört wie ein Dinosaurier, Alter. Ja, was ist los bei dir, Alter? In meiner Aufnahme. Deine Aufnahme. Dinosaurier live in deiner Aufnahme. Jurassic Park! Ach, apropos Daggertooth, Alter. Vater, ich muss dich kurz verlassen. Ja. So. Bin, ne? Nee. Ja, genau. Ich weiß schon mal. Wenn wir schon hier hinten sind, auf der Ecke, dann kann ich schon mal gucken. Sprechen. Mit Terry sprechen. Oh, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Daggertooth. Ich komme. Klatsch, Alter. Die ist besoffen, okay. Mein Name ist Sterry. Sterry, Alter. Sterry. Okay. Sterry. Oh, das ist so schön. So schön, dich hier in der Schlangengrube zu haben. Alles klar. Mhm. Oh, guck mal, die gleiche Frage. Waren in letzter Zeit besonders betrunkene Piraten hier? Ich kenne Merrick eigentlich nur angeheitert. Dieser Schurk, dieser einzige Pirat, der genauso viel Rock verträgt wie ich. Unsere letzte Party war in dieser fischigen kleinen Höhle. Nicht so romantisch, wie ihr denkt. Unter dem goldenen Bogen. So ein Theater. Theater? Mhm. Nee, das wird zu teuer. Ja. Ich weiß nicht, wer. Wo genau? Sei kleiner oder feuchter. Wie Ort westlich von Sharkfuki. Sharkki. Siehst du, schreibst du mit auf? Mhm. Gut. Er meinte, da wären Felsen, die aussehen wie sein Gegner. Wenn du mehr über ihn wissen willst, würde ich hier suchen. Okay. So. Ist mir noch zu teuer, das Ding. Aber jetzt weiß ich zumindest, wie teuer das ist. Jetzt macht sie zu Schluss. Nee, ich mache nicht Schluss, aber ich weiß, glaube ich, wohin müssen. Ach, wirklich? Westlich von Sharkfuki? Ich meine... Ja, Tietze, wohin müssen wir denn? Zu dieser Loot-In-Höhle da, oder? Zu was? Zu dieser der Loot. Diese Loot-Höhle. Das ist keine Loot-Höhle, das war ein Scam mit der Loot-Höhle. Was? Tag. Außerdem, ja, ist das mal aufgefallen, dass das die richtige Beschreibung ist von der Wirtin? Tag. Weiße Haut, rote Haare. Ach, da war's das, die sogar am Anfang. Die in Golden Sand ist, die hat braune Haut. Stimmt, das wollte ich vorhin eigentlich auch sagen. Tag, Schufi. Miss Bananen. Und von dort aus westlich. Und theoretisch irgendwo hier. Hier noch Rettung. Wo ist man in welche Richtung? Eventuell, keine Ahnung. Ihr habt es im Golden Sand herausgefunden, insofern. Und da müssten wir auch irgendwie hin. Osten. Richtung Südosten. Alle an Bord? Ja, klar. Er sagt Jep und ist auf der Insel. Richtung Südosten. Ja, ich. Da sind noch welche bei der Werft. So. So, Bretter haben wir jetzt auch voll. Ich habe auch noch welche einstecken.
Man kann eigentlich gut gewappnet sein, ne? Ja, Mann. Ja, Mann. Was ist los, Digga? Ah, Mann. Wir gucken, wie wir... Manta, wir sind jetzt schon eigentlich relativ weit, ne? Ja. Also, so lange, ich glaube, geht das gar nicht mehr. Nee, ich lasse die Aufnahme jetzt auch laufen. Ja, ich glaube, das können wir jetzt noch zum Schluss, wenn das nicht mehr so lange geht, dann zeigen wir das jetzt noch zum Schluss. Und dann haben wir dann zwei Teile draus gemacht und dann geht's ganz normal wieder weiter mit Farmen. Kommt drauf an, wie schnell wir bei Shark to Skill sind, ne? Ja, und wie, ob wir Leute zusammenbekommen. Ja, das, den Hai kriegen wir nicht mit dem Part. Nee, dann machen wir halt jetzt Schluss. Das können wir auch machen und dann im nächsten Part. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so, dann wird das doch kein Zweiteil. Ich hab euch alle beschissen. Alles klar, haut rein. Nein, nein, macht doch nicht los, ihr Idioten. Warum nicht? Weil wir eh dann Break machen müssen hinterher für Suche nach Leuten. Oh, meine Nina-Map schlägt Alarm. Warte mal. Oh, doch nur für Hamburg. Was? Kommst du jetzt stark echt? Stark, Regen und Tage. Nee, Hamburg ist tatsächlich auch ein Bundesland. Ein Stadtstaat. So, also machen wir noch keinen Break oder was? Nein, mach keinen Break. Richtung Südosten. Tu sie ja übrigens ein bisschen im Wind. Nein, wir haben keinen Break. Es wäre einfach, wenn sie sich entscheiden würde, wohin sie segelt. Ach, meinst du sie? Ja. Segelt schon in die richtige Richtung. Jedes Bötchen gibt ein Tönchen. What the fuck, da hinter uns ist ein Raid, glaube ich. Ja. Das ist die ganze Zeit ein Raid. Achso, der ist immer noch da. Weiß ich nicht, aber lol. Ich habe ganz halt einen Schädel gesehen. Alter, das war richtig grün gerade. So. Matrix-mäßig. Vor uns, wo ist uns ein Schädel? Das hat in grün aufgeblitzt. So wie diese Augen vom. Keine Ahnung, kann auch sein. Nach links, links, links. Sind wir nach da? Was sind wir noch da? Zitze? Ja. Kannst du kurz auf die Dings gucken, auf die Map? Ihr fahrt Richtung Shark, ich fest schon gut. Wir sind auf dem richtigen Weg, ja. Das hättest du auch von hier oben sehen können, Mann. Ja, da hinten, ne, die Insel. Das wollte ich wissen. Ja. Ja, richtig. Oh, es hat gekitzelt in der Nase. Es hat geblitzelt. Gekitzelt, Mann! Muss deutlicher reden. Muss ich das? Ja. Warum? Weil ich mich super drehe. Dann westlich. Und Westen müsste nebendran sein. Ich müsste mir relativ schön darauf zusegeln. Shark Tours ist links von uns, ne? Ja. Ist das die kleine Insel da hinten? Hm. Ah. Das ist die kleine Insel da drüben. Und davon westlich hieß es. Segel hoch. Ach so, Hissen. Hiss die Segel. Ich bin extra aus dem Wind gefahren, damit wir langsamer werden. Ach schön. Hm. Wir machen das so im Nationalsportpanzer, Alter. Mhm. Wo ist das jetzt? Der
ist. Ja, richtig. Da stehen wir jetzt theoretisch, glaube ich. Wir müssten jetzt westlich von der Insel stehen. Ja. Oh oh. Ich kam jetzt gerade erst die Einblendung, dass wir hier sind. Ja, bei mir auch. Das weiß ich ja gerade. Wow, die Einblendung kam früh. Aber nicht auf der Insel, oder? Torpedo mit seinem neuen Summer Hit. Pete Kicken die Decke. Pete featuring Decke. Decre. Decre. DJ Decre. So. So. So, wo ist das jetzt? Was lässt du denn? Nein. No, du kennst das. So, westlich. Ich bin jetzt auf der Insel. So, und jetzt westlich davon. Dann hier lang. Das muss ja dann irgendwie unter Wasser sein. Eine fuschige Hohle. Ich habe uns mal Licht angemacht. Es wird uns wärmen. Sieht ein bisschen pervers aus, was wir hier machen. Ein wenig. Hi. Vielleicht sollte ich mich anders. Ah, ist an dir, also ist mir egal. Ich habe leider keine Munition dabei. Aber jetzt halte ich dich an. Oh, ich. Oh. Irgendwie. Ich so. Auf Luft, boy. Und hast du es gefunden? Ich? Ja. Du musst einen Blick nach rechts schauen, weil der dreht sich nach links beim Hinsetzen, ne? Nicht so weit nach rechts. Ich jetzt? Doch. Das ist perfekt. Lol, jetzt sitze ich wieder total so. Wo fasst du mir hin mit deinem Haken, ey? Als Bein so. Ich dachte. Ja, ja. Wenn die schon. Es ist jetzt alleine. Die wird sich tot. Das Höhleneingang sein. Weißt du, er so. Du hast ja noch bei Licht. Hallo. Ja. Was er sucht, was. Sein. Wie sieht ein Fliegen aus? Ja, ich halte mich. Okay. Respekt. Ja. Ist doch ganz ist auch richtig gemütlich. So, das auch aus. So, Mann. Ja, Mann, Alter! Oh mein Gott! Jede falsche Bewegung könnte uns das Leben kosten. Die Heile unten sabbern schon. Vielleicht weiter weg? Westen ist nicht da, wo Norden ist. Nein, ich schwimme westlich. Ich habe den Kompass in der Hand. Soll ja nicht. Guck mal. Komm mal wieder aufs Schiff. Vielleicht sind wir zu nah an der Insel dran. Ich schau mal ein Pottwal gerade vorbei. Oh, da ist er wieder aufgetaucht. Lol. Ich glaube, Krustenpeter hat gerade zu uns geredet.
Ist Chris Pitts an Bord? Ja, ist er. Zietze? Ja. Was interessiert dich gar nicht, wo wir sind? Kannst du mal auf Karte schauen und schauen, ob diese Insel da hinten drauf ist? Welche? Die große mit dem Berg da. Ja, 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 Moment. Da ist Crookmass. Ist das die Richtung? Warte. Warte. Hm. So wie wir jetzt stehen. So. Guckt uns bei Zietze, das ist spannender. Norden? Wirklich? Ja. Im Westen. Westen. Ah, komm, lass uns mal eintrinken gehen, Junge. Alles klar. Da hinten irgendwo. Da unten der Fels vielleicht. Ah. Dann sind wir bei Shark Tooth Key. Ah, lecker Seelen. Ah. Los, Seelen. Mann, so. Okay, dann die Seelen. Disco! Oh nein. Nur Seelen. Eins, nur eins. Wir wollen nicht zu schnell. Auf. Oder nur runter. Ich trinke noch ein bisschen. Ich will Seele trinken. In Richtung Westen müssen wir von hier aus. Ich muss. Du guckst dich um, ob du was siehst. Ich trinke noch ein. Wo fahren wir jetzt hin? Ich bin so verwirrt. Ich kann mich nicht mehr halten. Ich. Will ich noch, ich komme dann. Guck mal, was die Idioten da oben machen. Okay, ich versuche auch nach oben. Ich bin oben, ich bin oben. Ich hab's geschafft, ich bin oben. Oh, tschüss, ich mach gleich wieder den Satz da unten. Doch, nicht, doch. Mein Grog ist alle, ich muss in einen Grog callen. Ich bin. Betrunken. Ich bin. Ich habe auf eine Trommel gekotzt. Ich wieder für die Trommel gekotzt. Fahren wir nicht von dieser Scheißinsel weg? Ich bin runtergefallen. Du Kies weg jetzt. Gut, ich in Richtung Westen. Ja. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ja. Du musst helfen. Ich muss das überleben. Ich muss das überleben. Aber hier ist nirgends was. Kommt ihr hier hoch? Ist die kleine Insel da hinten auf der Karte? Ich muss das überleben. Ich guck. Das ist die nicht. Die zu nah. Will Smith. Aber auf der Karte ist ja nichts mehr eingezeichnet jetzt in der Nähe. Fahr mal zu diesem Felsen davor, der westlich ist von uns. Aber ein Felsen, der aussieht wie sein Gegner. Aber hier sind zwei Felsen. Dieser große Felsen da vorne sieht schon aus wie so. Ah, hi. Aber die Insel ist nicht drauf, oder? Nö. Aber wir haben jetzt in der Nähe keine Insel. Ich lenke einfach mal zu der Insel. Dass du mich richtig ankotzt. Dass du nicht auf dem Schiff bist? Dass ich anscheinend so noch so nah dran bin am Schiff. Da sind Fässer, Lulz. Dass die Dings nicht kommt. Fand ich mir jetzt mein Schiff weg, ne? Also, übernimm du. Jetzt braucht deine Hilfe auch willst nicht. Willst du den Felsen schwimmen oder was? Das ist wieder von mir. Hättest du was gehabt, hättest du auch mit der Kanone hinschicken, hinschießen können. Ich guck einfach. Ich hab noch Munition, wenn dem Hai entgegenkommt. Ho, ho, ho! Alter, Riesenflugwelle! Oh mein Gott!
Alter, da hat's mich kurz nach unten gerissen. Fahrt ihr weiter? Nein. Ihr Wichser. Wir fahren die ganze Zeit, du Spaß. Hä, eben habt ihr kurz da vorne angehalten, so mäßig. Nein. Geht's jetzt zu der Insel da hinten? Da ist eine leichte Sandbank voraus, ne? Oh ja, das bremst sie aus. Das Besondere. Alter. Obwohl das Schiff direkt neben mir ist, kommt jetzt die Meldung auf. Oh, hier ist ein... Hier, wir sind direkt über Schiffswrack. Oh mein Gott, ein fucking schwuler Hai. Okay. Hier ist ein Schiffswrack. Bananas in Pyjamas sind lustig. Nein, kein so ein Schiffswrack. Hier ist ein... Unter... Also, eine Insel. Oh mein Gott, die Pflanzen bewegen sich ja weg, wenn man vorbeischwimmt. Das ist ja cool. Bist du tot? Nö. Habt ihr gehalten oder fahrt ihr? Ihr fahrt noch, oder? Nein, wir haben gehalten. Nein. Wir fahren gleich wieder, in 2 Sekunden. Halt's Maul. Ich will einfach nur wegen dafür, will ich jetzt losfahren. Das ist eine schöne Insel hier. Ja, wunderschön. Geh schneller hoch, Anker! Oh mein Gott, der Hai, Alter! Oh mein Gott, er ist fucking Speedy Gonzales. Und noch eine Banane. Oh, da bin ich nochmal angreiflich. Down! Bist du? Lions going down. Down. Hey, was geht? Hier hinten bin ich. Oh. Ich möchte jetzt ungern schießen. Ach, da schwimmst du. Ich sehe dich. Nur 2 Schuss. Der kleine Punkt. Ja, der kleine Punkt. Der jetzt eine Banane ist. Und es gleich geschafft hat. Eine lange Reise. Ihr habt nicht so viel gesehen? Höchstens Frame-Einbrüche. Boah, Alter. Jan? Kannst du mir Rückendeckung geben? Alter, fick dich. Jetzt bin ich bei den Felden. Jetzt guck ich mal hier runter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist so nice, wenn hier jetzt noch mehr Jungfrauen werden. Wäre das so cool. Rein. Er ist tot. Jan ist gefressen worden? Nein. Oh nein. Ich bin ausgenüchtert. Ich bin ausgenüchtert. Und jetzt direkt erstmal da noch mehr erstmal ein Krog, oder? Es wurde gebissen. Hier ist was gebaut! Oh mein Gott! Ich habe eine Höhle gefunden! Du hast eine Höhle gefunden? Ja. Dann guck halt mal rein. Ja! Das brennt! Oh, wie nice! Das seht ihr alles bei Chris und Steffi im Part. Nee, nur bei Steffi. Chris macht keine Ahnung was. Sich von Hai fressen lassen oder so. Ja, weil das, der Felsen sah aus wie ein Hai. Also gucke ich jetzt kurz was. Aber wenn sie es schon gefunden hat, dann sterbe ich jetzt. Uff, uff. Oh mein Gott, Chris, du musst hierher kommen. Ja. Sofort. Holy moly. Er hat schon die ganze Unterwasserwelt hier verpasst. Insofern. Oh, wie geil. Oh, ist das nice. Ich komme. Chris, tu was. Ich komm doch schon. Oh mein Gott. Ich habe ein Logbuch gefunden. Soll ich warten? Maro, ich bin gleich da. Ich bin schon auf dem Schiff. Okay. Hier wurde eins von Marys Logbüchern zurückgelassen. Seite 23. Zurück ins Versteck. Zurück ins Versteck. Da schreibe ich noch am besten. Tut mir leid. Ich gebe zu, ich bin nur ungern hier hergeschwommen. Ich weiß ja, was hier lauert. Zum Glück scheint er bei diesem teuflischen Meeresrücken zu bleiben. Teuflischen Meeresrücken. Ich weiß nicht, wie ich mich an diesem grausamen Hai rächen kann. Vielleicht kehre ich zum Grog zurück. Ich habe Tiere vom Handelsbund geklaut als Köder, aber das hat nicht funktioniert. Ich habe wieder mein Seemannslied gesungen, aber die Bestie lässt sich nicht von einem einzigen Mann beschwören. Mhm. So, Seite 26 lesen. Wenn genug würdige Seelen mein Seemannslied lernen. Nein, das ist zu gefährlich. Ich hol mir einen neuen Grog, fahre zur Shark Bait Cove.
Alter, ich... Sharkbait kauf. Und gebe meinen Trommeln auf. Ich werde da sein und an neuen Trommeln arbeiten. Nur für den Fall, dass sich doch jemand als würdig erweist. Werden wir angekommen, so. Dann wäre ich hier, oder was? Ja. Jos. Gut, das heißt wieder zurück, oder? Sharkbait Club. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Würde ich aber auch sagen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.